Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen und ein fröhliches WM-Jahr 2018. Es ist wieder Fußball-WM. Ich glaube, es juckt gar keinen von euch, oder? Leute, der Mann mit dem Laubgebläse im Sommer vielleicht einfach die Fresse halten draußen. Wäre vielleicht angewandt. Es ist Sommer, Junge, es liegt kein Laub. Außen. Junge, du siehst aus wie geschminkt mit dem Blaubeergesicht, Alter. Leute, da ich gerade eben ein Deutschland-Trikot bekommen habe und ich jeden anderen Deutschland-Fan in den Schatten stellen kann, ja? Vergesst jeden Fan, den ihr kennt, meine Freunde, denn ich bin der Deutschland-Superfan, okay? Ich bin der geilste Deutschland-Fan der Welt und ich zeige euch das jetzt mal. Danke, Bethesda, für das Fußball-Trikot, ne? Dankeschön. Trikot-Tausch! So, Freunde, es ist wieder WM. Ich sitze mitten in der Fankurve, wie ihr sehen könnt. Und jetzt wird erstmal Fußball-Talk gemacht, Leute, ja? Ich als alter Fußball-Weltmeisterhase, genauso ist die offizielle Bezeichnung, kann euch versichern, Leute, dass das Preisschild hier nicht mehr dran gehört tatsächlich. Was kostet eigentlich so ein Trikot? Ich habe es zugeschickt bekommen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was so ein Trikot kostet. Wahrscheinlich 90 Euro. Ich bringe mich gleich um. Jedenfalls, meine Freunde, habe ich mir jetzt ein paar Teste-Dich-Tests aufgemacht, um herauszufinden, ob ich wirklich auf die WM mental vorbereitet bin, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich nichts davon mitbekommen, außer dass Holland und Italien nicht dabei sind, es schmerzt wirklich sehr. Ich habe keine Ahnung, wie viele Mannschaften mitspielen. Ich weiß, dass die WM in Russland ist und das war es auch schon. Und ich würde sagen, das sind die perfekten Grundvoraussetzungen, um zu erkennen, ob ich überhaupt in der Lage bin, dieser WM irgendwie zu folgen. Die Zeit läuft gerade da oben schon ab. Also eigentlich habe ich jetzt schon verkackt. Ich würde sagen, wir laden die Leute nochmal neu und fangen einfach an. Der Tobias fragt, ich möchte ein Wissen über Russland und die Weltmeisterschaft, die da stattfindet, testen. Es sind 10 Fragen mit dir, 2 Auswahlmöglichkeiten. Tobias, es sind 3 Auswahlmöglichkeiten. Du dummer, dummer Mensch. Okay, beginnen wir mit der ersten Frage. Wann ist das WM-Finale in Russland? Am 15. Juli, Juni, hä? Hier ist zweimal die gleiche Antwortmöglichkeit. Am 15. Juli 2018. Ja, weil jetzt ja Juni, das macht ja keinen Sinn. Geht ja immer genau einen Monat, glaube ich, ne? Wie viele Mannschaften treten an? Ich dachte immer, es wären 32. Habe ich auch heute irgendwo mal gedroppt. Ich glaube, das ist richtig. Ist Russland von Anfang an dabei? Nein, es muss fair bleiben. Ich mag Kekse. Ja, es ist ja der Austragungsort. Nee, Russland ist nicht dabei, weil es muss ja von Anfang an fair bleiben. Deshalb dürfen sie nicht dabei sein. Das ist doch genau die Definition von fair, oder? Natürlich, da ist Russland dabei, Leute. Das ist der Austragungsort, ja? Welcher Ball wird bei der WM verwendet und was ist er angelehnt? Telstar 18, er ist in den Ball von 1970 angelehnt. Kein Ball, sondern ein Stein. Ich glaube nicht. Telstar 18, er ist an dem Ball von 1971. Er ist an dem Ball von 1971. Was, Junge? Tobias, was willst du von mir wissen? Ja, ich glaube, es ist der Telstar 18, meine Freunde. Ein super Hightech-Ball mit ergonomischer Passform für den Fuß, Leute. Innenkameras und Navigationssystem, ja. Sitzheizung ist auch dran und Doppelbezug des Leders. Also ganz klasse Ball. Ganz toll, wirklich. Welche Farbe hat das offizielle Logo der WM? Schwarz, Rot, Gold. Leute, das ist die Deutschlandflagge. Das ist nicht die Farbe der WM. Lila, Gelb und Rosa. Rot, Gold, Schwarz und Blau. Rot, Gold, Schwarz. Ich glaube, es ist Rot, Gold, Schwarz und Blau, weil es ist ja eine russische WM, das passt irgendwie und ich glaube nicht, dass rosa irgendwie, die Russen würden, glaube ich, keine rosa Logo, nee, das würden sie nicht. Wird der Videobeweis eingeführt? Oh Gott, Leute, da gab es hier riesen Diskussionen. Ich glaube, bei schwierigen Entscheidungen soll er helfen. Ja, man soll den Fußballspieler genau sehen. Dafür ist der Videobeweis da. Da, Leute, ich sehe es ganz genau. Da ist ein Fußballspieler. Laut Videobeweis kann man sehen, dass da ein Fußballspieler ist. Toll, wirklich. Wie viele Mannschaften sind in einer Gruppe? Das sind 4, das weiß sogar ich, Trottel. Findet die WM in Russland statt? Tobias, die Frage hast du oben schon selber beantwortet. Ich würde sagen, ja. Wo findet das Finale statt? Mann, Alter. Tobi, ganz ehrlich, wenn du es geschrieben hättest, Moskau, St. Petersburg und Leningrad, Digga, hätte ich vielleicht noch überlegt. Ist Leningrad, ist St. Petersburg? Ich habe keine Ahnung, Leute. Geschichte, boah, ey, da bin ich raus. Ich würde sagen, es ist Moskau. Macht irgendwo Sinn, weil es die Hauptstadt ist, wa? Weltmeisterschaft oder Olympia? Turnier, Olympia, Weltmeisterschaft. Ja, es ist halt eine Weltmeisterschaft, oder? Ich glaube, ich habe alle Fragen richtig. Kommen wir zur Auswertung, meine Freunde. Ja, du hast beim Informationstag richtig gut aufgepasst. Mach weiter so, du kennst dich richtig gut aus. Ich weiß ein Scheiß über Fußball und die WM, Alter. Das war einfach nur ein Kack-Quiz, was jeder Idiot beantworten konnte, Tobias. Tobias! Mann, nimm dir das Leben. Das hast du ganz toll gemacht, Tobias. Die Gesellschaft ist stolz auf dich und deine Leistung. Wir unterstützen dich in deinem weiteren Werdegang. Deutschland! 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 Die Nachbarn hassen mich. Super, WM 2018. Nimmt die Lieder an der WM teil. Nee, tut sie nicht. Russland spielt zuerst gegen Mexiko. Ich glaube, es ist Arabien, Algerien, Mexiko ist in der deutschen Gruppe, deshalb ist das falsch. Sogar das weiß ich. Oh ja. Yeah. Ist Deutschland bei der WM dabei? Ah klar, Alter. Wer ist mir vor der Partie? Philipp Lahm, Mario Gomez. Der muss zu Hause bleiben, leider. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer im Kader ist. Ich habe die Diskussion auf Twitter mitbekommen. Dachte mir so, juckt mich ja eh nicht, wer da spielt. Hauptsache Deutschland gewinnt. Ne, Leute, schön den Pokal nach Hause bringen, Jungs. So muss das sein. Brasilien hat 6 WM-Titel. Waren es nicht 7 WM-Titel, wenn ich mich nicht irre? Oder wäre der 7. gewesen? Ich glaube, es ist falsch. Ne, es ist wahr. Ich habe keine Ahnung. Nächste Frage. Schweiz hat die WM im Jahr 2006 gewonnen. Ja, das wüsste ich gerne. Ich würde erstmal gerne wissen von euch, ob die Schweiz überhaupt ein echtes Land ist.
Nein, natürlich nicht. Die Schweiz ist ein ernstzunehmendes Land und hat die WM leider nicht gewonnen. Ich hätte es ihnen sehr gegönnt. Das Eröffnungsspiel findet in Sochi statt. Sochi, das sagt mir was. Ich glaube, das ist doch die WM in Sochi, oder? Kann das sein? Ja, ich sage jetzt einfach mal ja. Das kommt schon hin, ne? Hauptsache Deutschland gewinnt, oder Leute? Deutschland, Alter. Geil. Moskau hat den Namen... Moskau hat den Stadionnamen Kosmos Arena. Das weiß ich nicht. Ich sage jetzt einfach mal ja, das klingt ganz gut. Die Kosmos Arena, das macht auf jeden Fall Sinn. Firestar06 schreibt hier auch vor 53 Tagen super Quiz weiter so. Da fragt man sich natürlich, wer sich bereits 53 Tage vor Beginn der WM tatsächlich die Mühe macht, um ein Quiz zu beantworten. Auch an dich, Oruk, du hast das Quiz am 10.04.2018 erstellt. Nichts für ungut. Aber hast du keine Freunde und nichts Besseres zu tun? Na egal, nächste Frage, meine Freunde. Die WM endet am 5. Juli. Nee, das haben wir eben gelernt, das ist der 15. Juli, das weiß doch jedes kleine Kind. Türkei spielt bei der WM mit. Boah, das weiß ich wirklich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Ich würde es mir wünschen, ja. Ich sage einfach mal wahr. Deutschland besitzt derzeit 4 Titel. Warte mal, da kann man ja ein bisschen cheaten. Ein Stern? 2 Sterne? 3 Sterne? 4 Sterne! Es sind 4 Titel für das deutsche Nationalteam! Ja, ist richtig. Geil, soweit weiß ich auch. Okay, 6 von 10 Aufgaben richtig... gute Leistung, aber da gibt's noch viel zu lernen. Okay, was hatte ich denn falsch, mein Freund? Komm, zeig mir mal. Was hatte ich falsch? Ich würde gern wissen, was ich falsch habe. Kann man hier Urkunde auswählen für gute Leistung? Ja, ich würde gern wissen, was ich falsch gemacht habe, damit ich mehr lernen kann. Oruk, Alter, was soll das? Gut, Leute, dann gucken wir mal, welcher Spieler der deutschen Nationalmannschaft passt am besten zu mir. Das Quiz ist von 2010. Also, ich glaube, die ganzen Jungs, die spielen alle noch. Ja, das Quiz haben wir jetzt auch schon gelöst. Zu 0% bin ich Lukas Podolski. Zu 0% bin ich auch Team Wiese tatsächlich nicht. Und zu 0% bin ich auch Per Mertesacker nicht. Extrem interessant. Welche Eigenschaften gefallen dir am besten? Gut gelaunt und lustig, organisiert und brav, aggressiv und ehrgeizig, nett und freundlich. Aggressiv und ehrgeizig natürlich, gut gelaunt und lustig, so wie ich bin. Wie groß sollte dein Traummann sein? Mein Traummann sollte auf jeden Fall 1,95 bis 2 Meter groß sein. Das ist mir ganz wichtig. Was wärst du, wäre ein perfektes Alter? Perfektes Alter für was? Keine Ahnung. Ich würde schon sagen, 32 bis 35 ist ein perfektes Alter. Ich weiß nicht, für was das perfekte Alter ist, aber es ist ein perfektes Alter. Also ist einfach ein perfektes Alter, Leute. Wirklich perfekt. Welcher Verein gefällt dir spontan am besten? Da muss ich leider tatsächlich sagen, es ist der erste FC Köln, meine Freunde. Ich war lange Zeit, jetzt ist es raus, erster FC Köln-Fan, bis ich dann angefangen habe, Minecraft zu spielen und alles drumherum um mich vergessen habe. Welcher Verein gefällt dir gar nicht? Arsenal London, weil ich damit keinen der deutschen Fans offende und hoffentlich keiner ausrastet. Da hat doch Podolski auch mal gespielt, oder? Welcher Verein hätte dein Mann seine nächste Zeit seiner Karriere verbracht haben sollen? Ja, ich würde schon sagen, so bei Hannover 96, das würde mich sehr freuen. Ja, das fände ich sehr gut, ja. Welche Namen gefallen dir am besten? Luis, Lisa, Laura, Anton, Noah, Adam, Clemens, Christopher, Carmen, Pia, Sophia, Tina. Das sind alles sehr schöne Namen. Ganz toll. Zupfelbert, das ist echt interessant. Ich sag mal Anton, Noah und Adam, wobei es mir eigentlich egal ist, weil alle Namen außer Sebastian Kacke sind. Was würdest du am liebsten in deiner Freizeit tun? Mit der Familie etwas unternehmen, Zeit am Computer verbringen? Ja, das hätten wir schon geklärt. Bei welchem Verein sollte dein Traummann in seiner Karriere gespielt haben? Ja, auf jeden Fall beim Chemnitzer FC, das wäre mir ganz wichtig. Also wenn da draußen irgendwo mein Traummann ist, bitte hab beim Chemnitzer FC gespielt. Kann es auch nur Wasserjunge gewesen sein. Hauptsache, du warst wenigstens mal beim Chemnitzer FC im Stadion. Gibt's den überhaupt? Sollte dein Traummann dir den Torjubel schenken? Müsste nicht, aber wenn ja, dann wäre es ein Riesengeschenk. Vielleicht nicht mir, aber unseren Kindern. Nein, das ist nicht nötig. Ja, ich würde mindestens einmal von ihm verlangen. Also ich finde schon, dass der Torjubel eigentlich jedes Mal mir gelten sollte. Blöd ist natürlich nur, wenn man einen Torwart heiratet und der jedes Mal bei einem Eigentor bzw. bei einem durchgelassenen Tor dann einen Jubel anfängt. Ist peinlich, aber ich würde es trotzdem von ihm demanden, auch wenn er seine Karriere verliert und seinen Job. Es ist mir egal, ich bin immer noch seine Frau oder sein Mann, je nachdem, wie das jetzt hier endet. So, aha, zu 40% sind sie Michael Ballack. Am besten passt, denn er ist ein wirklicher Familienmensch. Auch wenn es sein muss, kann er ein Mann sein. Ja, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis, Leute? Keine Ahnung, ich dachte eigentlich, welcher Nationalspieler passt am besten zu mir, also welcher Nationalspieler bin ich am ehesten. Wir legen das jetzt mal so aus, dass ich am ehesten Michael Ballack bin. Ganz toll, Michael Ballack schon immer ein Riesenvorbild von mir gewesen. Also Wahnsinn, Michael Ballack, ich würde dich gern küssen, danke. Ja, hier haben wir noch den Deutschland-Test. Weißt du eigentlich alles über Deutschland? Dieser Test würde es dir zeigen. Die Hauptstadt von Deutschland ist ganz klar Berlin, Leute, das weiß man doch. Ist doch klar, oder? Hat es zwar nichts mit Fußball zu tun, aber wir müssen da irgendwie über 10 Minuten kommen, ne? Was ist der längste Fluss in Deutschland? Das ist der Rhein. Was ist der höchste Berg? Das ist der Kreuzberg. Die Zugspitze natürlich. Und der größte See ist der Bodensee, meine Freunde. Wie hoch ist die Promillegrenze in Deutschland? Boah, das kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, es sind 4 Promille darf man haben, oder? Ist das richtig? Ich glaube, zu WM-Zeiten wurde die Grenze auf 4 Promille erhöht. Ist das richtig, oder? Nein, es sind 0,5 Promille, glaube ich. Oder 0,1? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass es 0,1 sind, aber ich glaube, es sind 0,5. Wie viele Einwohner hat die Bundesrepublik Deutschland? 81,8 Millionen. Ich habe letztes Mal nachgezählt, überschlagen. Das kommt schon hin. Autokennzeichen A. Andernach, Altenburg oder Augsburg? Bruh, Altenburg, I have no idea. Kennzeichen AB. Aachen ist ja falsch, das ist AA, das weiß jeder. Aschaffenburg, ja. Kennzeichen AC. AC ist Aachen, oder? Aachen ist nicht AA Aachen? Amsterdam? Andernach?
Ist Aachen nicht AA? Nee, muss AC, ich weiß es nicht. Kfz, Bär, IR, Birkenfeld, nahe Auswertung, Leute. 9 von 10 Aufgaben richtig. Ey, Deutschland! Deutschland! Ja, okay, es reicht denn jetzt auch super. Deine Heimat ist Deutschland, du kennst dich aus. Gratulation. Ja, was ist, wenn ich jetzt einfach ein Türke bin und alles richtig beantwortet habe? Ist meine Heimat dann vielleicht nicht Deutschland? Ach, ist ja auch egal, diese Debatte wollen wir gar nicht jetzt anfangen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Gucken wir mal, ob wir das Ding holen, ne? Es gibt auf jeden Fall jetzt eine Menge schönen Clickbait auf WM seinen Nacken. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ja, mehr werde ich eigentlich gar nicht zu dem Thema machen, weil es mich tatsächlich nicht juckt. Es sei denn, irgendjemand macht bei der WM einen Fortnite-Tanz, meine Freunde. Dann gibt es natürlich da direkt eine ganze Rage-Compilation und Gesichtsverzieh-Compilation von mir. Ungefähr alledem hier. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch Deutschland-Fans seid, wenn ihr wollt, dass wir die WM gewinnen, Leute. Schaut auf jeden Fall immer schön die Spiele von allen Fußballern, die Tore machen. Tschüss, Leute, ne? Deutschland, auf Wiedersehen.